Hallo und herzlich willkommen zurück zu Garden Witch Live. Ja, wir schauen mal. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Wir haben nämlich mehrere Sachen. Und zwar habe ich ein paar Tipps bekommen. Jetzt bin ich nur am Gucken. Das hier ist, glaube ich, der kaputte Zaun, ne? Ich soll mit dem Hammer nämlich. Ach, deswegen entfernen. Ach, jetzt habe ich das verstanden. Kaputte Zäune entfernen können. Okay, das hat schon mal geklappt. Runder Lattenzaun. Okay. Cool. Ja, geil. Und so sieht das Ganze dann. Ja, das ist doch cool. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Also mit dem Hammer, wenn ihr den ausgerüstet habt, könnt ihr Sachen entfernen oder vielleicht auch den Brunnen treffen. Aber es ist, glaube ich, markiert hier, oder? Ja, okay. Und dann habt ihr direkt wieder einen neuen Zaun repariert im Angebot. Das ist doch mal richtig, richtig cool. Ich hoffe, das ist jetzt okay so. Ich meine, der andere war natürlich auch nicht schlecht. Der war schön niedrig, muss ich sagen. Aber wenn der repariert werden kann, dann ist das natürlich umso besser. Das heißt, wir sammeln jetzt erstmal eben hier die ganzen Zäune auf. Das sind immer so wertvolle Tipps, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da bedanke ich mich unheimlich für, dass ihr mir diese Tipps gibt, weil da wäre ich wahrscheinlich nie drauf gekommen. Oder erst irgendwie gefühlt ein paar Jahre später. Das kann natürlich auch sein. Das ist richtig, richtig gut. Vor allen Dingen ist das auch ein cooler Tipp von der Optik her, ne? Ich meine, dann können wir das Ganze reparieren. Und wie man sieht, das, gut, es ist was höher. Das Höhere finde ich persönlich jetzt nicht so schön wie das Niedrige, aber da hinten läuft Kaninchen rum. Hallo, mein Freund, ich muss dich kuscheln, bleib stehen. Achso, ich kann ja sprinten. Bleib stehen, bleib stehen. Habe ich dich erwischt? Ja. Da ist noch einer. Komm her. Ich bin so doof. Also doof auch, aber ich bin so. Ich bin halt so drauf. Ich muss alles streicheln, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also, Tiere, ne? Moment, Hammer, Hammer, Hammer. Ach, jetzt habe ich die. Nee, ich war die ganze Zeit im Spiel drin, wo ich E drücken muss, um ins Inventar zu kommen. Deswegen drücke ich jetzt die ganze Zeit E und das bringt natürlich jetzt nichts. Okay. Dann machen wir das so. Ja, machen wir das hier weiter. Ja, doch, ich denke schon. Und außen kann man dann ja immer. Machen wir das ungefähr so. Dass das so ein bisschen zumindest aussieht, als ob das ein Kreis ist. Das ist dann so der innere Kreis, wo ich dann quasi was anpflanzen würde. Nehme ich mal an. Und außen, da werden dann so die Bäume hinkommen und so mit der Zeit. Also da muss ich dann mal gucken. Aber so habe ich. Nein, nicht gießen. So habe ich mir das jetzt gerade vorgestellt. Wobei gießen müssen wir da hinten das Pflänzchen auch, sehe ich gerade. Ah, das ist richtig cool mit dem Zaun. Das gefällt mir richtig gut. Vor allen Dingen, weil dann hier auch so ein bisschen Struktur reinkommt, ne? Machen wir das ein bisschen so. Soll eigentlich nicht so gerade sein. Das ist jetzt gerade mein Problem. Aber. Ich hätte dann den Kreis ein bisschen größer machen müssen eigentlich. Ja, der war ja auch viel größer. Der war eigentlich hier, ne? Kann ich die noch aufheben? Ah, kann man die. Ah ja, okay. Man kann die damit also auch aufheben, nicht nur, wenn sie kaputt sind. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, dann machen wir das nämlich hier ein bisschen größer vom Kreis her. So. So. Und da können wir dann so langsam anfangen, das Ganze so ein bisschen wieder. Obwohl, na, können wir auch. Ich weiß nicht, was besser aussieht. Keine Ahnung. Ich bin ja gerade Millimeterarbeit am Leisten. Weil ich habe das ja schon mal öfter erwähnt, dass ich Perfektionistin bin. Und ich möchte es halt wirklich hundertprozentig. Also gut, hundertprozentig kriegt man es nicht immer hin. Aber zumindest so weit, wie es geht, an die 100% ranhaben. Und.
Du kriegst jetzt erstmal ein bisschen Erde und ein bisschen Wasser. So, damit du auch gut wachsen kannst. Dann nehmen wir den Rest von dem Zaun. Ich will zwar jetzt eigentlich keine Folge machen, wo wir den ganzen Zaun nur bauen, aber irgendwie habe ich gerade Spaß dran, den zu bauen. Deswegen tut es mir wirklich leid. Aber es geht gerade nicht anders. Ich bin gerade... ja, mein Kopf ist gerade damit beschäftigt, den Zaun zu bauen. Also müssen wir jetzt den Zaun bauen. Es tut mir leid. So, aber es sieht doch schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ich werde jetzt hier aber nicht alles so machen. Ich werde jetzt erstmal nur den Anfang... wieso machst du das nicht? Bist du wieder verbuggt hier? Hallo? Hä? Hier kann ich das... Ach so, da ist noch Dünger drauf, oder was heißt das? Ach so, okay. Gut, dann mache ich hier nochmal überall so ein bisschen Dünger hin, wo das noch nicht grün ist. Keine Sorge, mache ich jetzt nicht die ganze Folge über, nur so ein bisschen, damit wir immer in jeder Folge mal so ein bisschen was wieder gemacht haben. Ich habe ja noch ganz, ganz viel Grün. Nicht Grün, aber ganz, ganz viel Dünger. Den müssen wir ja noch loswerden hier. So, hier wächst auch bald ein Bäumchen. Das habe ich nicht gepflanzt, aber es wächst hier. Das finde ich gut. Die Frage ist, was ist mit dir? Du bist noch nicht groß genug. Ja, das dachte ich schon. Wobei, bei ihr können wir sowieso, das ist, war eine Brennnessel, ne? Ja. Die können wir dann nicht vermehren. Das ist schon schade. Also die Sachen, die wir anpflanzen, die können wir ja im Endeffekt alle vermehren. Das ist mir aufgefallen. Aber wenn wir jetzt sowas haben... Ja, bei Blumen... Achso, ich habe keinen Dünger mehr. Bei Blumen weiß ich es jetzt nicht so genau. Aber bei anderen Sachen... Komm, ich möchte hier auch noch ein bisschen was gießen, damit es euch gut geht. Bei anderen Sachen ist es ja so, dass wir dann... Samen rauskriegen, das wollte ich sagen. Oh, hier ist ganz viel Feengras, das sollte ich vielleicht auch mal gießen. Und dadurch können wir die Sachen dann ja vermehren. Oh. Ja, ich weiß, du bist wieder die Brennnessel, du piekst die Leute wieder. Böse Brennnessel. Aber du hast trotzdem deinen Dienst in der Natur. Und für uns Menschen auch, ne? Du kriegst auch was Wasser. So, wir müssen jetzt hier echt aufpassen, weil das Wasser ist gleich schon wieder zu Ende. Muss ich hier gucken. So. Ja, das schaffen wir nicht mal ganz, ne? Nee. Schaffen wir nicht mal ganz. Eigentlich war das jetzt blöd hier vorne. Eigentlich hätte ich jetzt den Briefkasten irgendwie, aber egal. Ich meine, das sieht jetzt so auch nicht schlecht aus. So, das Gras bekommt auch ein bisschen was. Ich meine, ein bisschen Gras ist ja nicht schlimm. Was haben wir denn hier nochmal angepflanzt? Ach du Schande. Ach, das sind die Sonnenblumen. Moment. Sonnenblumenkernschote. Na gut. Herzförmige Blätter? Haben die herzförmige Blätter? Ich meine, ich liebe Sonnenblumen, aber ehrlich... Ach nein, ich wollte eigentlich gießen. Ehrlich gesagt, habe ich mir nie so richtig... das Ganze angeguckt, ob die herzförmige Blätter haben. So, jetzt habe ich zwar nicht alles gemacht, das weiß ich, aber ich möchte natürlich jetzt nicht die Folge nur daran aufhalten. Da haben wir nur eine Tomate, das ist okay. Dann gehen wir mal mit der Lupe in der Hand mal wieder hier rüber. Wir holen uns nochmal eben ganz schnell, aber wir haben jetzt wenig Ausdauer, ne? Ah, wahrscheinlich müssen wir dann zwischendurch mal schlafen gehen. Und ich habe den Tipp bekommen, gerade auch in Bezug auf Tin, wenn wir den Leuten was schenken. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das auch funktioniert, wenn wir nichts haben, was denen gefällt eigentlich. Aber wenn wir den Leuten was schenken, dann wird wohl die, ja, ich sag mal, die Beziehung dadurch verbessert. Und wenn wir eine bessere Beziehung haben, dann... bieten die uns wohl auch noch ganz andere Sachen an. Also ich schätze mal, mit Tin ist das dann so, dass die uns dann ein goldenes Werkzeug noch anbietet. So, jetzt ist die große Frage. 3 Zucker, reichte das oder nicht? Ja, perfekt.
Das konnten wir ja nicht machen, ne? Ich weiß immer noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, wie wir die ganzen Sachen hier freischalten können. Also, eine Idee wäre jetzt, dass das freigeschaltet werden kann, indem man die Sachen kauft. Was natürlich ziemlich teuer ist, muss ich dazu sagen. Wenn ihr allerdings noch eine andere Möglichkeit kennt, wie man das Ganze freischaltet, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ach so, muss ich mit ihr reden, ne? Anstatt, komm mal nach vorne, bitte. Hallo, hier. Kunde wartet. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich würde das wirklich gerne wissen, wie ich die Sachen freischalten kann. Ich würde gerne was kaufen. Wobei ich mir da nicht sicher bin. Normalerweise hätte ich gesagt, man klickt hier. Ach so. Oder kann man das erst? Das kann jetzt natürlich auch sein. Nee. Konnte ich das nicht splitten? Oder kann ich das jetzt hier nicht? Moment mal. Ich konnte das doch splitten, oder nicht? Hä? Naja gut, selbst wenn die jetzt irgendwie weg wären, wäre es ja nicht schlimm. Ich habe ein Geschenk für dich. Mal gucken, was sie macht, wenn ich ihr eine Tomate... Achso, ich kann die auch so schenken. Wenn ich ihr eine Tomate schenke. So. Wie nett von dir. Plus 10. Okay. Ach, das kann man wohl nur einmal am Tag machen. Ach, schade. Ja gut. Okay, aber ist nicht schlimm. Ich meine, jetzt haben wir das mal getestet. Ich denke mal, das wird dann immer plus 10 sein. Also bei ihr müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir das hoch machen. Und bei ihm müssen wir auf jeden Fall noch gucken, dass wir das hoch machen. Da tun wir jetzt erstmal... Oh, ja, ich weiß. Bei dem einen muss man es gedrückt halten. Bei dem anderen muss man doppelklicken. Bei dem nächsten ziehen. Ah! Ich werde mir das nie merken. So, dir möchte ich jetzt auch gerne mal ein Geschenk machen. Mein großer, haariger Freund. So, keine Ahnung, ob du es haben willst. Teilen ist wichtig. Okay, aber er hat wenigstens 10 Punkte. Also, ich glaube, es ist egal, was man denen schenkt, oder? Man levelt dann irgendwie immer, habe ich so das Gefühl. Die mögen anscheinend alle Tomaten. Oder ist es wirklich so, es ist total schnurrpiepsegal. Ich habe für dich auch ein Geschenk. Obwohl du wahrscheinlich lieber Holz haben willst. Aber das können wir jetzt mal testen, weil du bist ja Schreiner. Minus 0. Ah. Okay. Ich denke mal, da RCS hier Schreiner ist, würde ich sagen, dass wir da dann wirklich Holz oder sowas... Ich müsste meine Liste machen, was bei wem gut ankommt. Ich schreibe mir das mal eben auf. Vorausgesetzt, dass das Haar weg ist. Also, ich habe jetzt jeweils eine Tomate bei der Bäckerin. Und, ja, den Maulwurf oder keine Ahnung, was das ist. Ich schreibe mal Maulwurf auf, dann weiß ich ja schon, wer das ist. Der Händler ist das im Endeffekt. So, dann würde ich gerne mit euch... Warum bin ich jetzt hier eigentlich rumgegangen? Ich bin auch wieder doof. Ich habe nicht viel im Inventar. Also können wir das eigentlich so lassen? Ich würde dann nämlich gerne mit euch nochmal kurz in die Mine gehen. Oder vielleicht auch länger, mal sehen. So, dazu habe ich mir jetzt eine E-Mail nebenbei geöffnet, weil ich doof ja immer alles vergesse, ne? Das wisst ihr jetzt mittlerweile. Und zwar hat mir schöne Grüße an Rogeliro oder Rogeliro, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, entschuldige bitte. Schöne Grüße auf jeden Fall. Da habe ich ganz tolle Tipps bekommen. Einmal den Tipp mit dem Hammer. Das konnte ich mir gerade noch merken. Und einmal hat er geschrieben, oder sie, ich weiß es jetzt nicht, bei dem Schiff, wo die Laternen sind, soll ich runter zum Wasser gehen? Ist ja nur das eine Schiff hier, ne? Ich gucke nochmal vorsichtshalber. Okay. Also, ich weiß aber nicht, ob ich das... Ach so, ach, das sind die Fledermäuse. Ich wollte gerade sagen, sind die Steine jetzt hier am Schlafen oder was? Ich habe mich jetzt erschrocken. Okay. Ich meine, ich sehe hier unten auch alles unter Wasser, ne? Deswegen weiß ich jetzt halt nicht. Abbauen. Was abbauen? Ich kann ja nichts abbauen. Nee, ich wollte gerade sagen, ich kann ja nichts abbauen. So,
Die Laterne ist runter zum Wasser, zur Plattform im Wasser. Da sehe ich ein Tor. Ich sehe kein Tor. da ist das Schiff. Ihr meint aber nicht. Nee, da hinten sind wir runtergekommen. Zur Plattform im Wasser. Ist aber nicht da hinten das gemeint, oder? Schwimmen wir mal so ein bisschen rum. Vielleicht ist auch das Tor gemeint, aber da kam ich doch nicht hoch. Siehst du ein Tor? Da bekommst du eine Information. Ich kann auch nicht runter, also tauchen oder so, ne? Weil da unten ist halt der Eingang, das weiß ich ja. Und ich gehe davon aus, dass ich das Wasser auch erstmal ablassen muss. Nee, da bin ich reingekommen, da hinten. Also schon mal vorweg, vielen lieben Dank für den Tipp. Ich bin wahrscheinlich zu blöd, um das dann zu finden. Aber ich gucke trotzdem mal. Ich guck mal eben, wir haben auch hier hinter noch nicht geguckt, ne, ob da noch irgendwas ist. Aber das sieht mir nicht danach aus. Kann man eigentlich schneller schwimmen? Nö, bin ich nicht wirklich schneller mit. Also unterm Wasser sehe ich hier noch so einiges. Da können wir auf jeden Fall noch sehr, sehr viel machen. Problematisch wird es halt. Oh, Moment. Oh, hier können wir rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt gemeint ist. Lila, was war das? Pfauenwurzel. Oh, hier ist noch eine Kiste. Was? Karobsamen. Habe ich mich doch nicht verlesen. Die sammeln wir doch mal schnell ein. Okay, viel hat uns das jetzt nicht gebracht. Aber zumindest haben wir hier hinten schon mal die Sachen erkundet. Ich werde diesen Bug hier, also entweder wenn ich ganz verschwinde oder wenn ich meine Glatze hier wieder sehe. Ich werde da nie drüber hinwegkommen, das weiß ich. Okay, kommen wir hier noch irgendwie? Nee, ne? Sonst können wir hier nichts machen. Wahrscheinlich für später dann. Aber im Endeffekt gibt es ja nur zwei Tore. Es gibt dieses eine helle Tor. Vielleicht müssen wir da auch näher ran. Aber ich meine, da stand nichts. Wir wollten noch letztes Mal, glaube ich, da durchgehen. Wenn ich mich richtig erinnere. Ist hier noch irgendwas hinter? Sieht mir so aus, als ob man da hoch kann irgendwie. Aber ist da unter Wasser noch irgendwas? Kann ich da irgendwie. Kann hier auch nicht rum, ne? Naja, aber da ist auch nichts mehr. Das Schiff ist da hinten. Bei dem Schiff, wo die Laterne ist, gehe runter zur Plattform im Wasser. Nee, im Wasser siehst du ein Tor. Aber im Wasser sehe ich kein Tor. Ach, Mann. Also, ja, kann sein, dass das im Wasser war. Wir haben ja schon eins abgelassen. Ach, genau das hatten wir da hinten gemacht. Wir hatten da das Wasser abgelassen. Von da hinten sind wir gekommen. Ich gucke jetzt hier nochmal, ob ich hier irgendwo rein kann. Kann ja sein, unabhängig jetzt von dem Tipp, dass es hier noch irgendwas gibt. Ich komme ja aber auch nicht raus, ne? Ich komme ja gar nicht. So, kann man dann hier rein? Wenn man hier gar nichts machen kann. Das ist auch irgendwie doof. Es ist irreführend. So, da ist das Schiff. Moment. Kürbisbrot. Cool. Aber unter Wasser ist jetzt auch nicht mit gemeint, ne? Ich kann jetzt auch irgendwie gerade nicht mehr unter Wasser gucken. Das ist das Problem.
Da bekommst du eine Information. Die Strahlen zeigen dir an, wo du später was machen musst. Ja, das habe ich ja schon so überlegt. Du musst erst das Wasser ganz ablassen. Das ist die große Frage, wie mache ich das? Das große Tor, wo du hin wolltest, kannst du erst viel später erreichen. Ach so, und ich bin da jetzt gerade nochmal hin. Ja, ich hätte vielleicht auch jetzt zu Ende lesen sollen. Okay. Dazu brauchst du einen bestimmten Gegenstand. Ja, den hätte ich jetzt schon mal gerne. Moment, da unten kann man auch noch hin. Aber das ist nur, um wieder raufzukommen, oder? Müssen wir gleich auch nochmal gucken. Ah, konnte ich das beim letzten Mal gar nicht alles machen, weil ich keine Ausdauer mehr hatte? Kann das sein? Es wäre schön, wenn man mal einmal aus dem Wasser rauskäme. Ah, jetzt. Stimmt, ich glaube, wir hatten dann keine Ausdauer mehr. Also Platz, glaube ich, habe ich genug gehabt, aber Ausdauer, glaube ich, nicht. Okay. Oder es ist wieder neu. Das kann natürlich auch sein, weil hier vorne, die hatten wir, glaube ich, alle abgearbeitet. Eigentlich müssten wir so alle paar Tage mal in die Minen rein. Aber ich glaube, das hier habe ich tatsächlich nicht mehr machen können, weil es zu viel. Ich bin mir ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher jetzt gerade. Wenn ich da oben am Eingang jetzt wieder was Neues habe, dann ist es auf jeden Fall, dass es respawned ist. So, da hinten. Das wäre quasi auch unterhalb vom Schiff. Da ist noch was, aber da kann ich halt nichts machen aktuell. Hier kann ich auch nichts mehr mitmachen, ne? Das irgendwie von der anderen Seite ablassen oder sowas. Hier kann ich nur abbauen. Ist schon kompliziert hier. Ich fahre, wollte ich gerade sagen. Ich schwimme noch mal eben zu dieser einen Stelle in der Hoffnung, dass ich hier noch mal irgendwie von unten gucken kann. Ich habe so das Gefühl, das war eigentlich ein Bug, dass ich von unten gucken konnte. Jetzt habe ich wieder keinen Kopf mehr. Toll. Ja, ich denke mal, ja, das ist ganz unten, glaube ich. Da oben können wir auch nicht hin im Moment. Aber das unter dem Schiff, das ist irgendwie, da soll ein Tor sein. Kommen wir dann ins Schiff rein? Nee. Ein Tor oder eine Tür? Ich weiß, ach, da hinten ist übrigens doch, das ist respawned, glaube ich. Bei dem Schiff, wo die Laterne ist. Gehe runter zur Plattform im Wasser. Siehst du ein Tor? Leiter benutzen. Moment. Bei dem Schiff, wo die Laterne ist. Komme ich nicht hin? Da ist nur ein Steg. Ich sage, ich bin zu blöd, um jetzt das zu finden, was gemeint ist. Oh, Moment. Ich kann hier runter. Wie kann ich mich nochmal ducken? Ah, ich weiß nicht mehr, wie ich mich ducken kann. Ich konnte mich doch irgendwie ducken. Jetzt sehe ich mich nicht mehr. Oh ne, hä? Ach cool! Mit C kann ich mich hinlegen. Ja, das wusste ich noch gar nicht. B? Aber mit keinen der Tasten kann ich mich. Ich konnte mich doch ducken, oder nicht? Ups, das war er. Das war nicht das, was ich wollte. Aber okay. Ich schau mal kurz bei der Steuerung nach. Moment.
Nö, ich kann mich anscheinend nicht ducken. Das ist aber gemein. Ich will da unten rein. Gemeinheit. Hm. Kann man hier die Leiter vielleicht runtergehen? Nee, oder? Komme ich auch nicht runter. Ich dachte jetzt vielleicht vom Schiff aus. Aber, also, wahrscheinlich ist diese Leiter hier gemeint. Oh, wir müssen hier oben aber nochmal eben was mitnehmen. Weil, wie ich mir schon gedacht habe, das ist respawned. Ich hatte das wohl davor auch schon mal alles eingesammelt, nehme ich an. Da hinten kann man runtergehen. Da bin ich auch hergekommen. So. Hier ist die Plattform. Wobei ich immer noch denke, dass die Plattform unten gemeint ist. Also ich sehe halt nur das Tor da hinten, aber das hatten wir ja schon gemacht. Deswegen nehme ich mal nicht an, dass das jetzt damit gemeint ist. Aber mehr finde ich jetzt hier auch gerade nicht. Beim Runterrutschen die Leiter benutzt, auch nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, wie ich das Wasser hier sonst noch ablassen soll. Das ist doch doof. Und da sieht man auch irgendwie... Obwohl... Ach, Moment! Ah! Ah, musste ich vorher drauf drücken oder war ich einfach zu doof, um das zu sehen, weil ich immer in die falsche Richtung geguckt habe? Von hier... Ja gut, von hier aus sieht man es nicht. Es hat Oh, damit ist das was... Ja! Ja! Das Wasser läuft ab. Oh mein Gott. Ich frage mich, ob es etwas mit dem verschmutzten Fluss in der Stadt zu tun hat. Vielleicht kann ich ihn reinigen. Weiter geht's. Oh ja. Yes. Jetzt habe ich fast keine Ausdauer mehr und ich habe hier irgendwas anderes, was ich noch holen kann. So ein Scheiß. Eisen ist das auch noch. Oh nein. Ich glaube, ich brauche nur eins pro... Ja, wenigstens etwas. Aber... Wir müssen noch ein Tor ablassen, oder? Also nochmal irgendwo was ablassen, nehme ich mal an. Ha. Moment, jetzt muss ich hier mal... Aber ich habe das Tor doch schon mal gesehen, oder? Dass ich das jetzt überhaupt nicht mehr... Ach Gott. Ich bin aber auch so ein Idiot manchmal. Jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. Ah, komm. Von wo muss ich denn da jetzt schon wieder hoch, Mann? Oder muss ich von irgendwo runterspringen, damit ich da drauf komme? Da unten sind Kristalle. Okay. Hier sind auch Kristalle. Hallöchen, euch nehme ich mal mit. So. Mal schauen. Ich glaube, diese Folge wird wieder Überlänge haben. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus dafür. Aber ich muss ja irgendwie hier, ne? Das war der Ausgang. Ach so, da waren wir schon mal. Das war das andere Tor. Ach, jetzt kommen wir da hinten rein. Alter Schwede. Waren da vorher auch schon so viele drauf? Ah, nee, das war ja unter Wasser, ne? Muss ich von da aus ran? Das ist Kohle, oder? Moment. Problem ist nur, ich muss sowieso zweimal laufen. Ich muss in der nächsten Folge dann nochmal nach hier kommen und den Rest holen. Ich weiß, ich merke das jetzt schon. Ui,
Ich hoffe, dass ich mir damit nicht wehtun kann. Nein. Oh. So. Du bist Kohle, oder? Dich kann ich gar nicht abbauen. Ja, ist doch immer wundervoll, auf was zu treffen, wo ich nichts abbauen kann. Jetzt haben wir natürlich keine Bretter dabei. Aber wir können ja trotzdem... Ja, doch. Können wir ja trotzdem schon mal rein. Hier waren wir eben noch nicht. Cool. Und ich habe es gesehen. Das weiß ich noch. Ich habe es gesehen. Ach, das ist ein Tor, oder? Was ich reparieren kann? Oder zumindest ist das aus dem gleichen Material, würde ich mal sagen. Na geh, los. So, mal eben schauen. Wo sind wir hier? Hier ist nichts mehr, ne? So, hier kommen wir jetzt aber, glaube ich, an dem gleichen aus. Oder? Ja doch, hier kommen wir an dem gleichen aus, wo wir schon mal drin waren. Okay. Aber hier unten waren wir vorher noch nicht drin. Da ist ein Tor! Da ist ein Tor! Ja! Oh mein Gott. Okay. Ich werde vielleicht noch alles mit euch erkunden können, aber ich werde nicht alles abbauen können. Das weiß ich jetzt schon. Oh mein Gott, sagt mir bitte, dass ich nur dreimal alles ablassen muss. Aber wie komme ich dann wieder nach oben, wenn ich da einmal runtergehe? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also auch wenn es aber jetzt sehr, sehr kompliziert war, das erstmal zu finden, und es tut mir wirklich sehr, sehr leid, bedanke ich mich trotzdem, ich glaube jetzt schon zum 10. Mal oder so, ich weiß es nicht, für den Tipp, weil der hat mir jetzt hier echt so weitergeholfen. Mal eben gucken. Wie können wir denn da... Oh, nein! Oh, doch. Bin ich noch ausgekommen? Das ist das, wo wir eben waren, ne? Dann hätte ich von da runterspringen müssen oder was? Ich denke mal, ich muss alle drücken. Oder das heißt nur, dass das also so als Markierung gedacht. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Was sehen meine müden Augen denn da? Das können wir noch nicht machen, oder? Ah, doch. Hatten wir Kupfer schon? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß überhaupt nichts mehr gerade irgendwie. Ich bin ja gerade so fasziniert, was wir jetzt alles freigeschaltet haben. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt was esse, ich meine nämlich, ich hatte noch was zu essen dabei. Theoretischerweise. Wieso kann ich das nicht verschieben? Weil ich nicht ziehen kann. Ich werde es irgendwie nie checken. Ich weiß auch nicht. So, 8. Essen. Ja, perfekt. Ich wollte gerade sagen, theoretischerweise müsste das ja meine Ausdauer dann... Hallo? Dann dreh dich doch um. Dann kannst du die Sachen auch einsammeln. Weil Kupfererz hätte ich schon gerne. Ich weiß halt nicht, brauche ich das, um mir später andere Sachen zu machen. Andererseits, Kupfer ist ja nicht so gut wie Silber, oder? Und die Silbersachen habe ich ja schon. Also wenn, müsste ich ja theoretischerweise Gold sammeln, damit ich bessere Waffen holen kann. Oh, Moment. Das ging nicht, ne? Ja. Nehmen wir auf jeden Fall noch den Kupfer mit, den wir kriegen können hier. Oh, ist das cool. Und wenn das dann wirklich immer wieder respawnt, das ist natürlich mega, mega geil. Also wie gesagt, es tut mir leid, dass jetzt die Folge heute sehr, sehr lange wird, wo ich von ausgehe. Aber ich will jetzt auch tatsächlich den Rest mit euch mal erkunden. Vielleicht schneide ich das auch ein bisschen zusammen, da wo ich wirklich am Suchen war. Also so lange am Suchen war, dass ich das vielleicht ein bisschen... Eisen. Oh, sehr geil. Nein, ach, das ist... Doch, das ist auch Eisen. Sah jetzt so anders aus, weil es markiert war. Ich kann alle hiervon... Ja, perfekt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier bin ich reingekommen, genau.
Das heißt, hier dreht sich das im Kreis. Das heißt, hier können wir noch weitergehen. Oh mein Gott, hier unten geht es auch nochmal weiter. Da geht es aber irgendwie Richtung Wasser. Was ist das jetzt für eins? Da kommen wir so nicht hin, ne? Ah, wie komme ich denn dann dahin? Ich hoffe, ich muss nicht von da oben runterspringen oder so. Ich hasse sowas, wenn ich irgendwo runterspringen muss. Moment, da ist eine Brücke. Okay. Ah, hier sind wir. Das ist der Ausgang. Ach, dann ist das das eine Tor vom Anfang. Okay. Wie komme ich jetzt aber in das Tor da oben hin? Kann ich da irgendwas bauen? Ich meine, da unten war ich drin. Komme ich da jetzt überhaupt noch mal hin? Ich bin mir nicht sicher. Da komme ich auf die andere Seite. Ich muss aber noch mal das Wasser ablassen, oder? Oder reicht das schon? Ich bin mir nicht sicher. Theoretischerweise müsste ich die Brücke... Ach so, doch. Die Brücke da unten bauen. Das waren, glaube ich, 100 Holz brauche ich, ne? Damit wir dann da reinkommen. Das müsste theoretisch der Clou dabei... Oh, ich wollte jetzt hier nicht ganz runterfallen. Das müsste theoretisch der Clou dabei sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke schon. Das heißt, dass wir, bevor wir die nächste Folge dann angehen können, auf jeden Fall... Das ist alles Stein hier, oder? Auf jeden... Hallo? Beweg dich. Auf jeden Fall auch noch Holz zusammensammeln müssen. Die Frage ist, wo kriege ich jetzt das Holz her? Ich habe da drin jetzt auch kein Holz irgendwie. Was ist denn das hier? Haselnusskern. Oh, Moment. Karopsamen? Das hier ist doch ein Baum, oder? Und Haselnüsse, die sind ja sowieso am Baum. Ja, das sind Chilis, okay. Und Kirschkerne, ist das geil. Ach, warte mal. Kupfererz können wir doch bestimmt eins auch an Tin schenken. Die jetzt wahrscheinlich samstags nicht arbeitet, so wie ich die kenne. Oh, wo kommst du denn her? Du bist auch zurückgesetzt worden beim letzten Mal, glaube ich, ne? Also der Fluss ist immer noch da. Und der ist immer noch lila. Aber es könnte natürlich sein, dass wir in der... Hallöchen! Ah, hallo! Es könnte natürlich sein, dass wir trotzdem... Brauchte ich jetzt Bretter oder Holz? Ich glaube, ich brauchte Bretter, ne? Dass wir trotzdem noch irgendwo da in der Höhle noch was runtersetzen können und müssen. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich bin ja gerade so fasziniert irgendwie von allem, was wir gefunden haben. Bin gleichzeitig am Überlegen, was wir jetzt noch genau wie, wo machen müssen. Und also es tut mir einfach leid. Ich bin gerade mit meinen Gedanken bei 5 Sachen auf einmal, habe ich so das Gefühl. Gut, die Sachen tue ich mal eben da rein. Die Sachen können wir hier noch schnell mit reintun. Salzkristalle haben wir da unten. Ach, das habe ich jetzt vergessen. Eisenerze. Kann man das hier echt nicht? Ich meine, ich konnte das einmal so rumziehen. Na gut, da müssen... Hallo? Da müssen wir das einfach nochmal mitnehmen. Ja, was habe ich denn hier gemacht jetzt? Jetzt habe ich die aus Versehen getauscht oder was? Wollte ich aber eigentlich nicht. So, machen wir das so. Für die Samen habe ich jetzt keine eins. Ach doch, habe ich draußen eine, ne? Halt, stopp. Die Steine wollte ich noch eben loswerden, damit ich dann nicht zu viel, ne?
Kompost. Kompost brauchen wir auch mal eben nochmal so ein Ding. Nee, du sollst nicht auf den Kompost. Du sollst dahin. So. Weil ich davon ausgehe, dass das Bäume sind. Und Bäume hätte ich gerne hier draußen. Wo sind wir denn? Auf 8. Ja, sieht mir sehr nach einem Baum aus. Ich wollte gerade sagen, kann ich hier nicht machen wegen der Pflanzen, aber kann ich doch machen. Gut, dann düngen wir den natürlich. Ich hoffe, dass der jetzt nicht kaputt geht wegen der Pflanzen da hinten. Ich hoffe, weil das ein großer Baum ist, dass der stark genug ist. Ich mache das hier mal so weitreichend ein bisschen. Vielleicht so ein bisschen verbunden hiermit noch. So. So, und dann auf der anderen Seite hätte ich auch gerne so einen Baum. Muss ich jetzt leider dahin machen. Ich weiß nicht, ist jetzt erstmal so ein Experiment, ne? Ob das jetzt hier überhaupt wächst, weil die Dinger jetzt auch noch daneben sind. Ich hoffe nicht, dass der jetzt eingeht. Deswegen, wir tun hier alles, um, damit es der Baum hier gut hat. Die gieße mir auch nochmal eben. So. So, und dann Samstag. Ich weiß nicht, ob Tin noch da ist. Ich wollte mal eben ganz, ganz schnell rüber. Obwohl, samstags arbeitet die nicht, ne? Aber sie ist da. Moment. So, ja, ich brauche auch ganz viel, aber ich habe ein Geschenk für dich. Warte mal. Oh nein. Ich will aber nicht das Ganze. Oh. Ach, mit... Ah, ich weiß es wieder. Rechte Maustaste gedrückt halten. Ich wusste, irgendwie konnten wir das doch machen. Genau. Einmal schenken. Zack. Nicht schlecht. Okay, sehr gut. Dann haben wir bei ihr nämlich auch schon mal was gemacht. Ich weiß aber nicht, woran ich das dann überhaupt sehe. Moment, das kann ich doch, glaube ich, hier irgendwo sehen, oder? Geister vergessener Höhlen. Gibt hin 3 Tage... Ach so, das war das mit 1 von 3, genau. Tagebuch, Charaktere. Mai, hier. Da müssen wir hier nämlich mit ihr und mit ihr dann auch dementsprechend nochmal anfreunden. Okay. Also hier denke ich mir mal, müssen wir dann irgendwie Holz oder sowas geben. Ich würde die Orte aufschreiben. Aha. Ja, cool. Okay, gut. Sehr, sehr cool. Dann, hier ist alles so schön grün. So will ich das bei mir auch haben. Dann würde ich sagen, achso, ich kann nicht anschauen. Kaninchen, Kaninchenfutter, Karotte, Feldbüsche. Kann ich mir das nehmen oder wie? Kann ich mir das schlachten oder warum zeigt er mir das hier an? Hilfe. Na gut, aber soweit sieht ja alles schon mal gut aus. Ich glaube, wir sind jetzt auch fast 2 Tage in der Mine gewesen. Ach, ich Idiot, ich habe schon wieder vergessen, die Samen wegzubringen. Das machen wir auch nochmal ganz schnell. Obwohl die Folge schon die Überlänge der Überlänge der Überlänge mittlerweile hat. Ich kann auch, glaube ich, rechts drücken, oder? Nee. Ah, nee, mit rechts drücken ist ja... Nee, mit Shift war das, glaube ich. Ja, genau, mit Shift. So. Drum, drum, drum. Essen 14. Dann tue ich das mal hier unten rein. Seine Augen beobachten dich. Oh, klasse. Na gut. Hier müssen wir auch mal Rosen vormachen. Aber ich habe leider im Moment keine. So. Eisenerz habe ich aber, glaube ich, hier drin. Nee, da war das Essen drin. Das ist Kupfererz, nicht Eisenerz. Essen, Tomaten können wir auch mal eben da rein tun. Zack. Ja, Pfauenwurzel, keine Ahnung. Die schmeiße ich jetzt auch mal mit hier rein. Bretter muss ich mir noch welche machen. Ja, perfekt, würde ich sagen. Dann werde ich mich jetzt erstmal schlafen legen und das Spiel speichern.
Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Es tut mir, wie gesagt, leid, dass die Folge jetzt hier so extrem lang geworden ist, aber vielleicht habe ich sie auch etwas schneiden können, mal schauen. Andererseits habe ich noch andere Sachen gefunden, als ich so hin und her geschwommen bin. Mal schauen, ob ich das dann schneide oder nicht. Vielleicht lade ich es auch so hoch. Ihr dürft gerne in den Kommentaren meckern, wenn es euch zu lang war. Schönen Tag noch. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!